So, und herzlich willkommen zurück zu MyTest Creative Server Let's Play, Folge 256. Alle Programmierer freuen sich jetzt gerade. Oh mein Gott! Ja. Ach, eigentlich schon eine schöne Zahl. Wobei die letzte Folge ja so gesehen besser gewesen wäre, ne? Weil 255 ist ja die letzte Zahl, die man im binären System mit 8-Bit darstellen kann. Es sind zwar damit insgesamt 256 mögliche Kombinationen, aber könnte man sich jetzt drüber streiten, welche Zahl aus Programmierersicht beliebter ist, ob 255 oder 256. Ich sag einfach, beides geil. So, okay, Replacement Tool haben wir, Massive Cobblestone haben wir, da können wir direkt loslegen mit dem Decken austauschen. Da müssen wir nachher dann wieder alles vom Grund des Meeres wieder aufsammeln, weil es sich wieder durch die Erde gedrückt hat. Nein, das war die falsche Taste. Bitte Linksklick. Perfekt. Jetzt fällt es nach unten. Jetzt geht's wieder nach oben. Du willst mich verarschen? Das macht das Spiel doch mit Absicht. Es ist scheiße dunkel drinne. Du sollst. Egal. Achso. Ich werde immer so hier. Yay. Oh, das war jetzt. Aha. Hä? Oh, achso. Oh Gott, dieses nach oben gucken, ne? Es ist ein Krampf. Ich meine, es ist nicht so schlimm wie im echten nach oben zu gucken beim Bauen, weil da kriegst du Höhenblutungsprobleme. Aber es ist trotzdem kompliziert, weil natürlich die Steuerung sich ein bisschen anders verhält. So, warum fehlt hier hinten eigentlich eine Reihe? Kann man das mal irgendjemand sachlich korrekt erklären? Was habe ich denn hier schon wieder gemacht? Ich bin auch ein bisschen bescheuert, oder? Ich meine, stören tut's nicht, da kommen wir später dann diese Dora rauf. Aber warum habe ich das da weggemacht? Ist ja auch egal. So, der Raum ist schon mal fertig. Sehr geil. Da können wir doch noch heute anfangen mit den Dwarven. Was ist hier los? Achso, hier fehlt ein Block. Na, schau mal an. Was fehlt denn da für ein Block? Da ist Cobblestone. Hier ist auch Cobblestone. Moment, war das hier richtig? Sag grad. Nee, doch, alles richtig. Sag grad falsch aus. So, genau. Dann muss hier also auch Cobblestone hin. Bam. Und jetzt alles andere austauschen. Ich finde das übrigens mit diesen Knochen in dem Boden, dass man da, auch wenn einen Knochen bekommt, immer noch total witzig. Also, daran könnte ich mich echt jedes Mal belustigen. Mach. Das fügt dem Ganzen so eine gewisse. Ja, ich weiß nicht. Ich meine, Mythos ist ja sowieso nicht so das ernste Spiel der Welt. Ich meine, das ist sowieso alles eher so. Ne? Aber ich finde es halt immer wieder schön, wenn man so bestimmte Gimmicks so einbaut. Was, wir haben keinen Cobblestone mehr? Wie konnte denn das passieren? Oh mein Gott. Wenn es irgendwas zu viel auf der Welt gibt, dann Cobblestone. Warum haben wir keins mehr? Wir werden so hart sterben. Gut. Hunger haben wir auch noch. Dann holen wir nochmal eine Packung Cobblestone. Wobei, haben wir hier gerade gar keins mehr, ne? Dann müssen wir jetzt zum Lager rennen. Och, dieses Leben hasst mich. So, haben wir hier noch rein zufällig eine Packung, ein Stack? Nee, gar nicht. Ach, scheiß doch die Wand an. Das gibt doch gar nicht. Da ist doch illegal los. So. Davon wird nie jemand erfahren. Sehr schön. Da drin könnten wir jetzt gleich schon verstecken. Sehr gut. So, hier oben was. Genau. Linksklick. Yay. Warum fallen die manchmal nach unten und manchmal gehen sie nach oben?
Normalerweise sinnvoll wäre es doch eigentlich, wenn sie immer nach oben gehen, ne? So wie ich es letztens erklärt hatte. Sehr suspekt. Eugene, ist das hier schon mal... Ja, da sind jetzt die Räume soweit fertig. Ist doch geil. Ist das nicht geil, Alter? Da kommt Freude auf. Und ja, ich glaube, das mit diesem automatischen Einsortieren, mit diesen Peilsen und so, lasse ich komplett sein. Erstens, wie gesagt, ist man mit dem manuell reinklicken viel schneller. Hat man ja gesehen, wie schnell ich da hinten immer agieren kann. Und zweitens ist aber auch gerade dieses manuelle Einsortieren oder das manuelle Raussuchen von Materialien eigentlich eins dieser typischen Auflockerungssachen, die das Ganze quasi ein bisschen, ne, bisschen abwechslungsreicher gestalten. Wenn man alles nur einfach in irgendeine Kiste kloppen muss, naja, ist, da verdirbst du dir den gesamten Spaß. Was wollte ich jetzt eigentlich gerade machen? Genau. Die ganzen Sachen, die aufsammeln, die hier gerade irgendwie durchgedroppt sind, durchgeglitscht sind. Die Frage ist, wo sind die Sachen jetzt? Aha, gefunden. Ach Mist, durch das Wasser sieht man jetzt hier die Sachen gar nicht mehr. Sind die manche Sachen auch auf den Feldern? Scheint nicht so. Wobei, so weit ging es ja auch gar nicht. Das müsste eigentlich alles hier so in dem Bereich sein. Ah, ist auch egal. Wenn wir nicht alles aufsammeln können, ganz ehrlich, ist bloß Erde. So, hier müssen wir eh nichts aufsammeln, weil hier kommen wir später sowieso noch lang, wegen Holz. Egal, ich mach's trotzdem. Bevor es dissipiert. Eugene, würde mal sagen, räumen wir mal wieder unser Inventar auf und dann können wir direkt anfangen, die Räume wieder abzuholzen. Denn das Holz werden wir jetzt brauchen. Wir werden eine ganze Menge Holz brauchen. Ich hoffe mal, diese zwei Durchgänge reichen. Zur Not müssen wir nochmal Bäume pflanzen. Hätte ich das persönlich auch kein Problem damit, aber müssen wir halt erstmal machen. Warum sind hier oben Kisten drin? Kisten sind doch aus Holz. Okay, ich meine, das ist eine abgeschlossene Kiste gewesen. Ja, aber... Ne. Auf sowas ist mal getrost gekackt. Hä? Ich hatte doch noch 43 davon. Ach, leck mich doch. Haben wir die Folge ganz umsonst gemacht? Naja. Ist nicht das Erste, was wir völlig umsonst machen. So. Aha, siehst du, da hatten wir sogar schon Kisten da oben drin. Direkt. Nein, ihr kommt bitte nach da oben. Ich meine, ich könnte davon jetzt auch ein paar rekombinieren, aber ganz ehrlich. Leck mich. Noch haben wir Platz und wenn wir keinen Platz haben, können wir immer noch anfangen, wieder Sachen zu rekombinieren. Das müssen wir jetzt nicht jedes Mal machen. So, Stöcke kommen wieder da rein. Werkzeuge kommen nach unten. Dann nehmen wir uns gleich mal die Axt mit und dann können wir quasi direkt loslegen. So, die Sachen reparieren wir gleich mal hier. So, du kommst rein. Die Schippe können wir auch einfach mal reinpacken. Die muss nicht unbedingt repariert werden. So, die Axt brauchten wir. Und das war's eigentlich. Sehr schön. So, wie sieht's mit dir aus? Fertig? Sehr schön. So, na dann. Packen wir noch schnell die Fackeln weg. Wo hatte ich jetzt eigentlich die Fackeln drin? Die Fackeln waren noch immer hier drin, ne? Ich meine, kein Mensch ist so bekloppt und packt Fackeln, die brennen, in eine Holzkiste. Aber okay. Ich pack die einfach mal hier rein. Oh. Eugene. Ich meine, eigentlich könnte man ja auch für die Fackeln, hätte man doch eigentlich so als Vorschaubild um unten, also jetzt im Inventar, dieses Vorschaubild, hätte man doch eigentlich eine ausgeschaltene, nein, eine unangezündete Fackel benutzen können. Weil solange man die Fackel sowieso nicht irgendwo hin platziert, macht ja sowieso kein Licht. Von daher ist ja eigentlich sowieso in dem Moment quasi aus. Jetzt muss ich aufpassen, dass die Spitzhacke nicht hier Geist aufgibt. Alter.
Ich sehe nichts mehr. Vor allem wieder darauf aufpassen, dass ich hier nicht aus Versehen meine Brücke kaputt baue. Also abbaue. So. Ah, ein paar Bäume gibt's hier noch. Hä? Ist hier noch ein Baum oder nicht? Ach, ah, okay. Das heißt, Bäume, stimmt ja eben. Bäume überschreiben wir beim Erzeugen, also wenn sie quasi entstehen, überschreiben sie auch keine vorhandenen Blätter. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Das heißt, wir dürfen die Bäume wirklich nicht zu nah aneinander stellen. Sonst haben wir so unvollständige Bäume. Ah, ich bin nur froh, dass die Spitzhacke scheinbar ausreicht, tatsächlich. Und wenn nicht, dann müssen wir die letzten paar Blöcke halt doch mit Hand machen. Hallo, ist nicht der Stamm? Da oben. Und hier? Da. So, dann haben wir hier ein bisschen was essen. Kann man eigentlich mit diesem Werkzeugreparierer, mach ich jetzt einfach mal, auch Rüstung reparieren? Oh, da komme ich jetzt nicht ran. Das wäre mal eine ganz interessante Sache. Gott, sind die Bäume hoch, Alter, was ist hier los? Na gut. Da werden wir uns noch ein paar Mal mit Holz irgendwie hochbaggern müssen. Mit Erde. Hier sehe ich gar keinen Stamm mehr. Ach doch, hier. So, hier ist noch ein ganzer Baum. Ah, langsam ist die Spitzhacke auch weg. Muss ich aufpassen. Oh, Alter, ernsthaft? Ach. Gut, dann räumen wir erstmal unten auf. So viel schönes Holz, so viel schöne Blätter. Ach übrigens, mir ist noch aufgefallen, oder mir und JJK1 vor allen Dingen, also wir haben es gleichzeitig probiert, als wir zusammen auf dem Server waren, nachdem wir hier auf Minecraft-Version 5.3 abgedatet haben. Holy shit, ist das Ding lagfreundlich. Also, wir kennen es ja noch von damals, ne, wenn wir so ein bisschen ne, mit dem Boot rumgefahren sind, hier mit diesem Schiffchen. Dass die, wenn man das auf dem Server gemacht hat, das quasi unspielbar war, weil die quasi rumgestockert sind und rumgesprungen sind in der Weltgeschichte. Das war ja nicht mehr ertragbar. Oh, das ist jetzt quasi wie weggeblasen. Funktioniert das wunderbar. Und das hat selbst JJK1 gesagt. Also, wie gesagt, bei mir ist das sowieso immer eine etwas andere Sache, weil ich bin ja lokal auf dem Server. Ich bin ja quasi direkt hier, ne? Gleicher Haushalt. Ist sogar eine LAN-Verbindung, also nicht mal WLAN, sondern ich bin direkt am MyTest-Server angestöpselt. Aber selbst da hat es teilweise nicht funktioniert. Wie gesagt, jetzt funktioniert es wunderbar. Aber auch JJK1 hat es getestet. Und wie gesagt, sie spielt ja übers Internet. Also das, wo wirklich das Worst-Case-Szenario war. Und auch da funktioniert es jetzt wunderbar. Also das ist... Bei Minecraft-Version 5.3 haben die Entwickler echt eine Menge Sachen richtig gemacht. Kann man einfach nicht anders sagen. Ich habe ein bisschen das Gefühl, also ich schätze mal, dass sie das Ganze einfach in verschiedenen Kommunikationsthreads aufgestellt haben, also quasi asynchron arbeiten, weil
die Sachen sind untereinander nicht mehr gleich schnell. Das heißt zum Beispiel, meinte JJK1, dass, ich weiß nicht mehr, dass der Chat zum Beispiel relativ langsam war. Das heißt, das Spiel selber war super schnell, der Chat hat aber teilweise hinterhergehangen. Was eigentlich ein Indiz dafür sind, dass die Sachen asynchron laufen. Andere Möglichkeit, die ich mir aber nicht wirklich vorstellen kann, weil das technisch sehr schwer zu realisieren wäre, ist, dass der Rechner, also dass der Client, auf dem man quasi selber spielt, Sachen selber berechnet. Ne? Das heißt, dass eigentlich die Welt immer noch die ganzen Lag-Probleme hat, die aber nicht mehr auffallen, weil der Client quasi selber schon berechnet, okay, was müsste jetzt passieren? Und dann quasi vom Server nur noch guckt, okay, sagt der Server das Gleiche. Wenn ja, lasse ich es so. Wenn nicht, verwerfe ich das. Kennt man ja auch, das hat man zum Beispiel, ja, bei anderen Sachen, die halt übers Netzwerk gehen, gibt es bestimmte Netzwerkprotokolle, die unterstützen solche Sachen. Aber wie gesagt, sowas zu implementieren ist halt relativ schwer. Von daher schätze ich mal nicht, dass mein Test sowas benutzt. Sondern ich glaube wirklich einfach mal, dass man das jetzt, dass man halt nicht mehr einen Kommunikationskanal hat, sondern wie gesagt mehrere, die halt asynchron laufen. Letztendlich ist es aber auch, wie gesagt, egal, wie genau das funktioniert. Es ist halt einfach die Tatsache, es funktioniert jetzt viel besser. Also wirklich viel besser. So, da oben ist noch ein Baum. Da müssen wir irgendwie rankommen. Da ist die Mitte. Da, genau. Lol. Das war der letzte Baum. Und die Spitzhacke hat tatsächlich alles die Axt hat tatsächlich gereicht. Not bad. Bin ich von Regenbogenwerkzeugen jetzt nicht unbedingt gewohnt, dass die so lange halten? Aber scheinbar doch. So, jetzt haben wir auf jeden Fall massig Holz. Ich hoffe mal, das reicht. Ich meine, wir können ja mal ganz kurz überschlagen. Wir haben drei Lager. Pro Lager haben wir drei Abteile. Pro Abteil haben wir 4x5 Dwarver. Das heißt quasi, also auf jeder Seite. Das heißt, wir haben quasi pro Abteil 40 solcher Dinger. Und das Ganze dann mal 9. Ah ja. 360 Kisten brauchen wir also locker. Und jetzt weiß ich nicht, wie viel wir pro Dwarver brauchen. Also pro Dwarver, da wir so eine 1x1 Dinger machen, brauchen wir eine Kiste. Wir können mal ganz kurz gucken. Genau, eine Kiste und 6x Holz so noch. Das heißt, für eine Kiste brauchen wir 8, ne? Plus 6 sind 14. Ich habe jetzt keinen Bock, 14 mal 360 zu rechnen. Ich geh sterben. Tschüss. Ja. Also wir brauchen auf jeden Fall weit über 4000 Holz. Das heißt 1000 Blöcke. Ja, wir brauchen 1000 Baumblöcke. Das haben wir nicht. Wir brauchen also auf jeden Fall noch Holz. Scheiße. Ja gut. Das ist natürlich heftig. Echt heftig. Wie viel Holz haben wir? Ah ja, knapp 700. Nee. Etwas mehr als 600. Wir brauchen also definitiv noch eine Tour. Das ist heftig. Das werden wir jetzt die Folge definitiv nicht schaffen. Das heißt, das müssen wir in der nächsten Folge machen. Ich schicke schon mal die Axt hier auf Reparaturkurs. Ich sag's ja, dieses Auf- und Zugehen von den Dingern, das geht mir jetzt schon auf den Sack. Nee. So, dann jetzt wieder Bäume pflanzen. Danke. Und danach haben wir auf jeden Fall wieder massig Blätter. Wisst ihr was? Ich pflanze mal die Bäume hier in Reihe, hier so in der Kurve rum. Da haben wir hier nicht so viele Bäume auf einem Fleck, sondern haben es quasi ein bisschen mehr verteilt. Jetzt wachsen die Bäume auch nicht mehr ineinander. Das macht dann das nächste Abholzen wesentlich einfacher. Hoffe ich zumindest. So, hier einer hin, da 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 einer hin. Da einer hin, da einer hin, da einer hin, da einer hin, ha ha ha.
Klingt wie so eine Indianersprache. Hinder, 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 hinder. Mana, mana. Okay, ist ja gut jetzt. So. Ich mache jetzt hier den gesamten Strand voll, ne? Nur das, was wisst. Das dürfte jetzt vielleicht ein bisschen mehr sein, als wir brauchen, aber da haben wir wenigstens ein bisschen Holz auf Vorrat, weil, wie gesagt, Holz und Cobblestone sind so die Sachen, davon kann man per Definition nicht zu viel haben. Also, man kann sowieso von vielen Sachen nicht zu viel haben, ne? Aber ich meine, Holz, da lohnt es sich zumindest, das immer auf Vorrat zu haben. Von daher. So, jetzt haben wir quasi den gesamten Strand bevölkert. Ich muss nur aufpassen, dass ich hier nicht zu nah an diesen Seerosen rankomme, weil teilweise wachsen die Bäume ja so tief, also die Blätter, dass ja sonst diese Seerosen überschreiben würden. Weil, nee, dürften sie eigentlich gar nicht, oder? Wenn die Bäume nicht mal Blätter überschreiben von eigenen Bäumen, dann dürften sie ja Seerosen erst recht nicht überschreiben. Egal, sicher, sicher. Ich bin jetzt gerade hier echt drauf und dran, 100 Bäume einzupflanzen. Bin ich eigentlich bekloppt oder so? Die kriegen wir noch niemals abgeerntet. Digga, wo sind wir gerade? Sind wir noch in Deutschland? Ja. Die nächste Baumtour wird sehr viel Spaß machen. Ja, es macht keinen Sinn mehr. Ich mach's einfach nur gerade um... Wenn man etwas angefangen hat, muss man das auch durchziehen. Okay, hier höre ich lieber auf. Ach komm, so bekloppt hier. Oh, bis hierhin reicht. Machen wir hier dafür noch ein bisschen mehr vielleicht. So, da einer hin und so. Hier ist ein bisschen mehr Platz. Oh, ne. Okay, reicht. Ach, ne. Zwei Saplings haben wir noch. Die müssen wir auf jeden Fall. Also, jetzt hier nicht schwach werden, ne? Und dann noch einer. Klar, der letzte Baum wird wieder Endgegner. So, hier, fertig. Feierabend, kein Bock mehr. Ja, dann heißt das nächste Woche definitiv schöne Baumtour. Haben wir 99 Bäume eingepflanzt. Ich meine, pro Baum bekommen wir so zwischen, ich sag mal, so 7. Zum Durchschnitt 7 Blöcke könnte hinkommen, ne? Was heißt, wir haben denn... Boah, heftig. Ich meine, wir haben jetzt schon über 600, dann kommen wir nochmal 700 dazu. Das sollte auf jeden Fall reichen. Dann haben wir noch gut 300 Blöcke Reserve. Weil ich habe ja erstmal nur ganz grob überschlagen. Ne? Von daher sowieso noch ein bisschen Platz für Variationen. Ja klar, ich schreibe erstmal was komplett anderes. Ich meine, wir können es mal hier ganz kurz durchkalkulieren. Oh. So. Wir haben gesagt, wir haben, ja, jetzt machen wir es ganz genau. Wir haben drei Lager. Warum schreibt er nicht? Wir haben drei Lager mal drei Bereiche mal zwei Seiten mal vier Kisten in der Höhe mal fünf Kisten in der Breite mal... Genau, das ist die Anzahl der Kisten. Und dann mal 14. Ah, wir brauchen sogar 5000. Tja. Den brauchen wir wirklich noch 1000 Bäume. 100 Bäume. Weil, ne, 5000 durch 4, da kommen wir ungefähr auf 1250. Also sogar ziemlich genau auf 1250. Oder
Es ist ja genau 5040, das heißt, wir kommen genau auf 1260 Blöcke. Ah, also Baumstämme brauchen wir. Naja, das heißt, wir haben gerade mal die Hälfte davon. Das wird ein bisschen. Da brauchen wir noch ein bisschen was. Nein, weg, das da. Danke. Muss ja niemand wissen, was wir gerechnet haben, oder? Ich meine, vielleicht. Wir wollen ja niemanden in die Irre führen. Vielleicht kommt da jemand vorbei und denkt, das sind Koordinaten für eine Schatzsuche und nimmt dann hier die gesamte Map auseinander. Und dabei waren es bloß unsere Mathehausaufgaben. Das wollen wir doch nicht. So, aber wie gesagt, abgesehen von den Dwarven und der Beleuchtung sind die Räume fertig. Tatsächlich in einer Woche geschafft. Lol. Finde ich korrekt. Gut, dann würde ich mal sagen, das war's noch für diese Woche. Wie gesagt, nächste Woche werden wir dann auf jeden Fall die ganzen Bäume abernten. Ich kann das schon mal als Wachzeug in die Hand nehmen. Dann stehen wir nächste Woche quasi direkt bereit für den Krieg des Jahrhunderts. So. Schön mit vollem Magen. Fertiger Spitzhacke. Die definitiv nicht reichen wird. Wir werden sie mindestens einmal reparieren müssen. Ja. So, wie gesagt, nächste Woche dann die gesamten Strandbereiche komplett abernten, bis da hinten hin, wo wir halt überall gepflanzt haben. Und ja, dann anfangen die ganzen Dwarven zu bauen, unten für die Lager. Und dann halt noch gucken, wo wir denn die Fackeln platzieren, damit es dann auch ordentlich ausgeleuchtet ist. Und wenn wir das alles geschafft haben, dann gucken wir weiter, was wir dann machen. Erstmal ist das ein solider Plan. Zumindest für die nächsten zwei Folgen. Ich glaube, mehr brauchen wir dafür nicht. Und die restlichen vier Folgen, keine Ahnung. Gucken wir dann. Bis dahin habe ich mir was überlegt, was wir dann danach machen. Ich meine, wir müssen ja dann auch noch, können wir dann ja zum Beispiel dann anfangen, die ganzen Sachen aus dem vorhandenen Lager dann umzuräumen. Das wird auch nochmal eine ganz schöne Aktion, weil wir müssen da ganz schön häufig hin und her rennen. Vielleicht brauchen wir dafür alleine schon fast vier Folgen. Deswegen, wir gucken erstmal, was wir denn da machen. Auf jeden Fall erstmal, wie gesagt, Bäume fällen, Dwarven bauen, Dwarven einplatzieren, Fackeln setzen. Damit haben wir erstmal schon genug zu tun. Na? Von daher, bis zur nächsten Woche.